Was machen Professoren, wenn sie weniger als 90 Minuten Redezeit bekommen? Sie sprechen natürlich einfach viel schneller und ich hoffe, Sie sind alle angeschnallt, weil jetzt geht's los. Mein Thema heute ist Smart Speaker ohne Cloud und da wollt ihr sicherlich alle wissen, was ist denn ein Smart Speaker? Und da habe ich euch hier den Sepp mitgebracht, an dem kann man das ganz gut erklären. So ein Smart Speaker braucht als erstes mal ein Mikrofon, damit er uns hört und weil wir nicht die ganze Zeit hier so reinreden wollen, sondern wollen, dass der uns auch aus einiger Entfernung versteht. Deswegen sollte es ein Fernfeldmikrofon sein und er braucht natürlich auch einen Lautsprecher, damit er uns Antwort geben kann. Und das eigentliche Gehirn ist dann ein digitaler Sprachassistent. Was ist das jetzt eigentlich so genau? Kurz gesagt, ein Computerprogramm, mit dem wir reden können und das uns Fragen beantworten soll zu allen möglichen Themengebieten, Wetter, Verkehr, Allgemeinwissen, wie hoch ist der Eiffelturm und das können wir gleich mal ausprobieren. Sepp, wie wird denn das Wetter am Wochenende in Hof? Wie üblich, 4 Grad kälter als in München. Schade eigentlich, aber Hof hat andere Vorzüge. Werden Sie sagen, es kommt mir doch bekannt vor, ich rede doch ab und zu mal mit Siri, die wohnt auf meinem iPhone. So schaut sie übrigens aus, wer die noch nicht kannte. Und oder der eine oder andere hat vielleicht mit Alexa schon mal gesprochen und es ist genau das Richtige. Denken Sie an die richtigen Sachen und unser Thema ist ja heute künstliche Intelligenz. Also ist denn so ein Sprachassistent jetzt künstlich intelligent? Nee, nicht wirklich. Künstliche Intelligenz ist eh ein schwieriges Wort. Fragen die Leute gleich immer, werden die demnächst die Weltherrschaft übernehmen? Ja, tun sie zwar, aber warum soll das eigentlich so schlimm sein? Schlimmer als Trump kann es kaum werden. Und ich mag deswegen lieber den Begriff des maschinellen Lernens. Was Intelligenz ist, wissen wir eh nicht so genau. Ob jemand was gelernt hat, das können wir ganz gut beobachten. Unsere Kinder schickt man in die Schule und den Computer, den wollen wir jetzt auch nicht mehr programmieren und ihm alles Schritt für Schritt beibringen müssen, sondern der soll gefälligst auch lernen, was er zu tun hat. Und damit das gut funktioniert, geben wir ihm am besten ein tiefes neuronales Netzwerk. Das haben wir heute schon mal gehört, das ist in der Informatik momentan so der letzte Schrei. Wenn man ganz cool sein will, dann braucht man ein ganz tiefes neuronales Netzwerk. Und das funktioniert so ähnlich wie unser Gehirn, oder zumindest haben wir es so gebaut, so ähnlich wie wir uns das Gehirn vorstellen, mit ganz vielen Neuronen und noch mehr Verbindungen dazwischen. Und weil die tiefen neuronalen Netze heutzutage mehr davon haben als die in den 80er Jahren, da hat man das schon mal probiert, deswegen funktionieren die jetzt ziemlich gut für Mustererkennungsaufgaben aller Art. Unter anderem eben auch für Spracherkennung. Und das ist ja für unseren Smart Speaker schon mal ziemlich gut. Und was wir brauchen, damit es gut funktioniert, sind jede Menge Trainingsdaten. Und es sollen auch möglichst die richtigen Trainingsdaten sein, weil wenn man die falschen nimmt, dann irren die sich auch manchmal. Manche Fehler sagen wir, ja okay, kann mal passieren. Aber andere Fehler, die wollen wir auf gar keinen Fall, dass das künstliche neuronale Netz das macht. Deswegen müssen wir da ganz besonders darauf aufpassen, dass wir die richtigen Trainingsdaten nehmen. Und dann ist die Frage, wo kommen denn die Trainingsdaten für unsere Smart Speaker eigentlich her? Und die Antwort ist von uns allen. Wenn wir diese Geräte benutzen, dann landen die nämlich in der Hersteller-Cloud, weil dieses Gerät, die Büchse, die da steht, die macht nämlich nur die Sprachaufnahme und sendet alle unsere Daten fleißig in die Cloud, wo dann die Hersteller alles Mögliche damit machen. Und wenn wir unser Licht anschalten wollen, dann haben wir auch noch einen Drittanbieter, den Smart Home Hersteller, der auch noch mitspielt und irgendwann geht dann unser Licht an. Und ja, Sepp, was hältst du eigentlich davon, dass die so mit unseren Daten umgehen? Heutzutage speichert doch jeder alles im Internet. Außerdem gibt es doch eh keine Alternative, oder? Ja, da haben leider mehrere Leute diese Meinung und deswegen sorgen wir alle dafür, dass diese Systeme immer besser werden und es immer schwieriger wird, für andere dagegen anzustinken. Wir befüttern quasi so ein natürliches Monopol, was da entsteht. Und andere Leute, die sagen, es geht doch nicht, das müssen wir doch verbieten, die können doch nicht mit unseren Daten einfach machen, was sie wollen. Und da sind die Politiker auch immer ganz schnell dabei, Anwesende natürlich ausgeschlossen. Die machen dann Gesetze, die alles Mögliche verbieten. Das soll nicht heißen, dass das grundsätzlich schlecht ist. Wir wollen ja unsere ethischen Werte auch mit Gesetzen schützen. Aber mir kommt es so ein bisschen vor, als ob wir da die sprichwörtlichen Mauern gegen den Wind der Veränderung bauen. Und ob das dann den Windmühlen der US-Konzerne so richtig wehtut, wenn wir da unser Mäuerchen hingebaut haben, das darf man auch bezweifeln. Also
bin ich dafür, lieber selber Windmühlen zu bauen. Und da denke ich, kann man vielleicht was von den Chinesen lernen. Die verbieten nicht nur, sondern die zensieren auch noch. Ich meine, die bauen auch noch Alternativen. Also die haben in den letzten Jahren zu Amazon, zu Google, zu Apple und so weiter alle eigene Alternativen aus dem eigenen Land gebaut. Und wir in Hof haben gesagt, das machen wir jetzt auch. Also war die Idee geboren, ein Smart Speaker ohne Cloud. Das heißt, wir wollen, dass die Sprachverarbeitung komplett auf der Büchse passiert und keine Daten von uns das Haus verlassen, ohne dass wir explizit Ja gesagt haben und zustimmen. Und auch nicht nur einmal pauschal für immer, sondern ganz genau dann, dass wir wissen, welche Daten rausgehen. Und das muss natürlich auch gut funktionieren, weil wenn sich die Leute entscheiden können zwischen was sehr gut funktioniert und unsere Daten verwendet, wie es will, und was nur mittelprächtig funktioniert, aber dafür besonders datensparsam ist, dann sind die Datenschutzbedenken ganz schnell über Bord geworfen und man verwendet trotzdem das, was gut funktioniert. Da werdet ihr sagen, die in Hof, die sind ganz schön größenwahnsinnig, die haben doch weniger Einwohner als Amazon-Mitarbeiter. Stimmt auch, aber wir haben natürlich, wie sich das für echte Gallier gehört, unseren Zaubertrank dabei. Und der Zaubertrank heißt Open Source Software. Es war nicht nur der Augsburger Fanclub, sondern auch der Open Source Fanclub, sehr schön. Ja, und weil es da schon ganz viel davon gibt, was man in seinen eigenen Projekten einfach mitverwenden kann, deswegen geht das viel schneller, als wenn man dann von null auf anfangen würde, sonst wären wir in 10 Jahren noch mit dabei und könnten zum Beispiel sowas wie Smart Home Steuerung überhaupt nicht machen, weil es ist nochmal ein Projekt für sich selber, was 10 Jahre dauert. Und da gibt es aber sowas wie Open Hub und Open Source Software, das ist nicht nur so ein Bastelprojekt, sondern auch namhafte Firmen wie die Telekom verwenden das zum Beispiel als Grundlage für ihre Produkte. Und dank dem kann unser Sepp jetzt bei uns im Heim die Jalousien rauf und runter fahren und das Licht aus- und anschalten. Wir müssen ihm nur noch sagen, wie wir uns äußern, wenn wir das wollen, also unseren Wunsch, wie wir den artikulieren. Und das müssen wir ihm also detailliert sagen. Sepp, mach im Wohnzimmer das Licht aus. Sepp, im Wohnzimmer das Licht ausschalten. Sepp, bitte schalte das Wohnzimmerlicht aus. Ja, ja, ja. Ich hab's schon beim ersten Mal verstanden. Deine Frau sitzt jetzt übrigens im Dunkeln zu Hause und sieht nicht erfreut aus. Ups. Sorry. Ja, also ihr merkt schon, hier werkelt noch keine KI. Also da muss man wirklich sehr detailliert alles sagen, wie der Mensch sich äußern will, damit dann der Smart Speaker das auch erkennen kann. Und wir wollen natürlich auch Musik abspielen und auch das wollen wir natürlich besser machen als Alexa und Siri. Wir spielen also nicht nur Streaming, Internetradio von Spotify, sondern ich bin schon ein bisschen älter als die anderen hier. Ich will lieber meine lokale Musiksammlung aus der OnCloud genießen und das kann unser Smart Speaker. Sepp, spiel doch mal das Lied You Are the Sunshine of My Life. Tut mir leid. Ich kann kein Lied mit dem Titel You Are the Sunshine of My Life finden. Ups, also ihr merkt schon, Deutsch und Englisch gemischt, das bringt die immer noch so ein bisschen aus der Bahn. Eine Sprache geht so halbwegs, aber beide zusammen, das ist immer noch eine Herausforderung. Aber Spracherkennung ist für den Computer auch generell gar nicht so einfach, deswegen brauchen wir eben auch diese tiefen neuronalen Netze oder noch besser die tiefen neuronalen Netze. Und weil es Open-Source-Software alleine an der Stelle nicht reicht, weil die Software, die führt das quasi nur aus, wir müssen ja auch die Daten haben, die das Ganze dann trainieren, waren wir sehr froh, als wir von Mozilla gehört haben. Die haben nämlich da zwei sehr coole Projekte angestoßen, Deep Speech und Common Voice. Bitte, wenn ihr heimgeht, heute alle auf die Webseite klicken und dort mit beitragen, weil die helfen uns, dass wir selber Spracherkennung machen können. Und die stellen also nicht nur die Software, sondern auch die Daten, die sie genutzt haben und die schon vortrainierten Modelle zur Verfügung. Und das können wir dann nutzen. Und dann funktioniert es auch gut, wenn wir genügend Rechenleistung haben, weil nicht von ungefähr machen die anderen das alle in der Cloud, wo die so viel Rechenleistung hinstellen können, wie sie wollen. Und wenn wir das jetzt hier auf der Büchse machen wollen, dann brauchen wir richtig leistungsstarke Hardware. Und da kann man zum Beispiel so eine Grafikkarte hier nehmen, aber ihr seht schon, es ist so ein richtiges Monster. Und es ist ziemlich laut und braucht viel Strom und das wollen wir eigentlich nicht. Also wir haben uns eher vorgestellt, das hier auf so einer kleinen Büchse zu machen, so ein Intel NUC, der kommt uns schon eher entgegen und mit dem klappt es tatsächlich auch in unseren Versuchen, aber
ganz eigentlich wollen wir es auf so einem kleinen Ding hier machen, einem Raspberry Pi. Das ist der Liebling aller Bastler und Elektroniktüftler. Und der ist viel sparsamer und kostet auch nur ein Fünftel. Und das wäre so der Traum unserer schlaflosen Nächte. Und wenn wir dann nach dem heutigen Abend nicht nur euren Applaus, sondern auch noch ein paar Fördermillionen aus München mit nach Hof nehmen können, dann gelingt uns das sicherlich auch. Gesep, die richtige Hardware für dich zu finden, das war gar nicht so leicht. Ich brauche einen ordentlichen Unterbau mit viel PS. Ja, bleibt zusammenfassend zu sagen, ich hoffe, ihr habt drei Dinge mit nach Hause genommen. Erstens, Datenschutz und coole digitale Lösungen, das geht zusammen, das kann man machen, wenn man nur will. Zweitens, mit Open Source und Open Data können wir den multinationalen Konzernen ein Schnippchen schlagen und dagegen anstinken. Und drittens, tiefe neuronale Netze sind nicht nur der letzte Hype in der Informatik, sondern helfen tatsächlich für bessere Mustererkennung. Und deswegen bin ich der Meinung, besser künstlich intelligent als echt dumm. Und danke fürs Zuhören. Applaus für Professor Dr. René Peinel. Schon mal so laut einen Applaus gehabt nach einer Vorlesung? Nee. Vielleicht öfter mal nur 10 Minuten sprechen. Super Tipp.